Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thielenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zum Thema Zeitmanagement, Zeitstruktur. Die meisten Menschen haben im Bereich der Ernährung schon ein Problem mit ihrer Zeitstruktur. Das fängt schon beim Einkaufen an, dass die meisten gar keine Idee haben, wann kaufe ich ein. Da wird einfach, wenn es nicht mehr da ist, eingekauft, auch hier gleich von vornherein. Ein Einkaufszettel mit den wichtigsten Dingen drauf, die man tatsächlich braucht, macht Sinn. Einen festen Tag in der Woche, wo man sich hauptsächlich die Sachen besorgt, die man auch braucht, macht auch Sinn. Zusätzlich sollte man auch entsprechend ein Zeitmanagement betreiben, was esse ich was, wann bereite ich was vor. Feste Zeitfenster haben zum Frühstück, feste Zeitfenster haben zum Mittagessen und ein festes Zeitfenster von plus minus 1 bis 2 Stunden im Abendessenbereich. Das hat sich immer als Vorteil erwiesen. Und zwar, ich bin seit über 20 Jahren in der Ernährungsberatung tätig und da stelle ich immer fest, spätestens dann, wenn die Menschen eine saubere Zeitstruktur haben, läuft das Ding von fast ganz alleine. Das kennen wir aber auch aus dem geschäftlichen Bereich, das kennen wir aus Projekten raus, da gibt es ein gewisses Zeitmanagement, das muss ich einhalten und dann ist schon ein ganz großer Anteil des Erfolges in der Schublade. Genau deswegen an euch, mein Tipp an euch, geht her, Einkaufszettel. Legt fest, wann ihr einkaufen geht, an welchem Tag. Schaut drauf oder achtet drauf, dass ihr eben gewisse Dinge vorbereitet für den nächsten Tag. Oder ihr habt ein größeres Zeitfenster morgens oder gewisse Dinge vorbereitet. Dann tut ihr euch einen Riesengefallen. Sicherlich fällt es euch am Anfang sehr schwer, dem einen mehr, dem anderen weniger. Warum? Aus einem einfachen Grund. Ihr musstet ja vorher eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, wann esse ich was, sondern da wurde aufgestanden. Da war zufällig auf dem Brettchen ein Toast mit Nutella drauf, das schiebt man sich rein oder auch ein Riegel oder eben was weiß ich was oder man geht zum Bäcker, holt sich ein süßes Stückchen, ein Brezel, was auch immer oder geht in den Fastfoodladen, was weiß ich auch immer und schiebt sich da was rein. Man muss sich ja keine Gedanken machen, es ist ja, gibt ja überall als was zu kaufen. So klar fällt euch das am Anfang schwer, genau deswegen dauert es eine gewisse Zeit, bis diese Zeitstruktur verinnerlicht ist. Bis das Ganze von ganz allein läuft. Und diese Zeit benötigt jeder, und das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen, bis jeder aus dem alten Verhaltensmuster in ein neues Verhaltensmuster rein ist. Wenn ihr das neue Verhaltensmuster, wann bereite ich was zu, wann kaufe ich was ein, wann esse ich, intus habt und es schon länger praktiziert, fällt es euch definitiv nicht mehr schwer. Und diese Anfangszeit müsst ihr überstehen. Wobei es ja kein Überstehen ist. Es ist ja eine schöne Angelegenheit, weil ihr natürlich direkt für dieses tolles Engagement im Bereich des Essens natürlich auch ein Feedback bekommt. Ihr bekommt ein Feedback. Ihr bekommt einen vitaleren Körper, ihr fühlt euch wohler, ihr seid im Sport besser, die Kleider passen besser. Und jetzt kommt's, nackt vom Spiegel, sagt der Spiegel, hurra, du siehst schön aus. Da darf man sich auch mal gerne auf die Schulter klopfen. Und genau aus diesem Grund achtet bitte darauf, dass ihr genauso wie bei geschäftlichen Projekten ein sauberes Zeitmanagement habt und dann werdet ihr auch garantiert Erfolg haben. Wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, Unterstützung braucht, da kenne ich einen YouTube-Kanal von mir und da gibt es regelmäßig Infos zum Thema gesunde Ernährung, zum Thema Fitness-Lifestyle, zum Thema Training, wie trainiere ich anstatt im Cardio-Bereich, im Krafttrainingsbereich. Und bei Facebook habe ich auch eine Fanseite, da gibt es auch jeden Tag mindestens 2 Postings zum Thema Training, Ernährung, zum Thema gesunder Fitness-Lifestyle, zum Thema Kochen. Das war schon Andreas Thielenbacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema Zeitmanagement im Bereich der Ernährung macht Sinn.